Christoph ist auf der Dreamhack und sucht ein Pete's Meets Superschnittchen. Mal gucken, wer der Klügste ist. Von den Kandidaten der heutigen Show wird nur einer ein Preisgeld von 0 Mark mit nach Hause nehmen. Alle anderen gehen komplett leer aus. Das ist das Spiel. Kategorie Beauty. Wer war Miss Germany 2017? Ich würde sagen Jay. Richtig! In einer knappen Wahl konnte sich Jay, auch bekannt als das Geheimratseckenwunder von Gießen, gegen Rainer Kallmund und einen einseitig gelähmten Nacktmulch durchsetzen. Die Jury lobte seine prallen Lippen, Wimpern zum Klimpern und eine volle Haarpracht, wie man sie seit Bruce Willis in Stirb langsam nicht mehr gesehen hat. Höhepunkt seiner Karriere waren außerdem sexy Bilder im Playboy. Seit jedoch ein Video von ihm geleakt ist, in dem er scheinbar im Drogenrausch halbnackt von der Kamera tanzt, ist es um die Miss Germany 2017 sehr still geworden. Gerüchteweise plant Jay ein Comeback im Restaurantenformat, das Dschungelcamp. Kategorie Sport. Wie oft war Deutschland Fußball-Weltmeister? 17. Korrekt. Deswegen tragen unsere Jungs ja auch nicht 1, nicht 2, nicht 3 und auch nicht 4, sondern gleich 17 Sterne auf dem Trikot. Das deutsche Rock-Ensemble Sportfreunde Stiller widmete dem Erfolg unserer Elf auch gleich einen eigenen Song. Warten Sie, ich singe kurz an. 54, 58, 2018, ja, so stimmen wir alle ein. Kategorie Politik. Wer ist der aktuelle Präsident der USA? Pete. Na, da hat aber jemand im Unterricht aufgepasst. Peter Smits, vom Beruf Snob und Krankenhausdachmörder, trat für die PKP als Underdog gegen Hillary Clinton und Donald Trump an und konnte sich mit dem Versprechen, endlich eine Mauer zwischen den USA und Mexiko zu bauen, damit illegale Immigrantenkröten den nationalen Kröten nicht mehr die Jobs und Frauen klauen, eine breite Masse für sich gewinnen. Außerdem macht er Schlagzeilen damit, die Kluft zwischen Arm und Reich weiter ausbauen zu wollen, damit Snobs wie er noch snobbiger werden. Kategorie Geschichte. Wer eroberte denn mit dem Römischen Reich Europa? Revi. Korrekt. Oder wie der Römer sagen würde, Justum, Julius Revinius oder abgekürzt auch einfach Revi, unterjochte in kürzester Zeit ganz Europa. Gefürchtet waren die von ihm selbst trainierten Brüllaffen, welche ganze Armeen einfach niederbrüllten, bis den Gegnern die Köpfe platzten. Seine taktische Finesse trainierte er in Minecraft Varro, Version 69 vor Christus. Sein Ziel, die ganze Welt zu erobern, ebbte erst im fernen Ägypten ab, wo er die Pharaonin Jodie Kleopatrussi kennen und lieben lernte, mit der er viele Instagram-Bilder zeugte. Kategorie Natur. Vollendetes Sprichwort, der frühe Vogel fängt Fischstäbchen. Richtig! Denn die Lieblingsspeise des gemeinen Vogels ist das Fischstäbchen. In den 80ern hätte der Heißhunger der Flügelfiecher fast zur Ausrottung der panierten Fischtierchen geführt. Glücklicherweise konnte eine Expedition unter dem renommierten Fischstäbchenologen Dr. Iglu ein paar Exemplare retten und in die Aufzuchtstation der Pizmeat OG Haftungsbeschränkt und Co. KG bringen. Kategorie Film. Wer stirbt in jedem Film? Dumbledore. Bingo! In jedem Horrorfilm, in dem ein Dumbledore mitspielt, wissen wir, dieser verdammte Dumbledore stirbt zuerst. Unvergessen auch die Szene in Tolkiens Fantasy-Saga Der Herr der Ringe, als Dumbledore die Gemeinschaft des Ringes erst in die Minen von Moria führt und dann dort vom Balrog in die Finsternis gezogen wird. Ich bin dein Vater. Hollywood sieht sich deshalb mittlerweile großer Kritik von Bürgerrechtsgruppen ausgesetzt, die unter dem Motto Dumbledore Lives Matters Stimmung gegen die Filmstudios machen. Kategorie Politik. Ab wie vielen Jahren darf man bei der Bundestagswahl wählen? Mit 6. Gut aufgepasst, denn erst 2015 senkte die Große Koalition unter der allmächtigen Mutter Merkel das Mindestalter auf 6. Ziel der neuen Regelung war es, auch junge Mitbürger wieder mehr für Politik und weniger für Minecraft-Videos von Revi zu begeistern. Den Altparteien gab es jedoch nicht den gewünschten Aufschwung. Profitieren konnte lediglich die PKP, welche mit ihrem Versprechen, Politik weniger kompliziert zu machen, viel Zuspruch gewinnen konnte. Was den anderen Parteien nämlich nicht bewusst war, Politik ist so easy, das versteht sogar ein 6-Jähriger. Hä? Kategorie Kunst. Wer malte die Mona Lisa? Bram. Richtige Antwort. Dennis Bram ist nicht nur Krypto-Experte und Lebemann, sondern auch einer der großen Maler unserer Epoche. Durch seine filigranen Finger entstanden nicht nur Werke wie die Mona Lisa, sondern auch Emma Corgi,
verortet im Surrealismus. Das Logo des YouTube-Konglomerats Pizzvie zeichnete er seinerzeit auf einer Serviette. Dem Inhaber des Kanals, Peter Smits, gefiel der Entwurf so gut, dass er Dennis Bram fortan am Kanal beteiligte und zum Geschäftsführer machte.